Hallo zusammen, hoi miteinander, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Hope to Go. Hope ist ein englisches Wort und heisst Hoffnung. Und to go könnte man übersetzen mit zum Mitnehmen. Hoffnung zum Mitnehmen. Genau das ist das, was wir von der Kinder- und Familienarbeit von der reformierten Kirche Ittigen möchten. Wir möchten euch in euren Alltag hinein eine kleine Hoffnung geben. Ein Farbtupfer in den Alltag, der im Moment für uns alle ziemlich herausfordernd ist. Wir starten heute mit einem kleinen Quiz. Es geht darum, um Spuren zu lesen. Wir zeigen dir immer Tierspuren und du musst herausfinden, von welchem Tier diese Spuren sind. Und für die Jüngeren könnte es vielleicht darum gehen, herauszufinden, wie viele von diesen Tieren sind dadurch das Bild durchgehüpft oder gekuscht oder gelaufen oder gekrochen, was auch immer. Du hast jeweils 10 Sekunden Zeit, um das herauszufinden. Wenn du mehr Zeit willst, kannst du einfach das Film kurz anhalten. Wir starten mit der ersten Frage. Welches Tier ist da durchs Bild durchgelaufen? Habt ihr es herausgefunden? Es waren Hasen. Und es waren 3 Hasen. Wir kommen zur nächsten Frage. Welches Tier ist da durchs Bild gegangen? Hast du es herausgefunden? Es sind Katzen. Und genau 4 Katzen. Nochmal eine Frage da: Welches Tier ist da durchs Bild durchgehuscht? Es sind Rehe. Da. Rehspuren und von 2 Rehen sieht man hier die Spuren. Wir kommen nochmal zum Bild. Ganz komische Spuren sind das gewesen. Es sind Schlangenspuren. Und diesmal war es nur 1 Schlange. Von wem sieht man hier im nächsten Bild Spuren? Richtig, du hast sicher herausgefunden, es sind Menschenspuren und es sind 2 Menschen, die da durchs Bild gegangen sind. Nochmal ein Bild, da, wer ist da durchs Bild gelaufen? Genau, es sind wieder Menschenspuren. 1 von 1 Mensch. Hier verrate ich dir noch nicht, ob du richtig liegst. Sondern ich möchte dir zuerst eine Geschichte erzählen. Eine Frau hat in ihrem Traum innen ihr ganzes Leben so vor sich gesehen. In Träumen innen kann man das ja. Jetzt musst du dir vorstellen, also sie hat geträumt und hat wie gesehen, in dieser Zeit bin ich hier im Kindergarten gewesen. In dieser Zeit bin ich in die Schule gegangen. In dieser Zeit habe ich in diesem Beruf gearbeitet, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Das ganze Leben so vor sich gesehen. Und sie hat neben diesem Abschnitt vom Leben hat sie 2 Fußspuren gesehen. Und sie hat mega Freude bekommen. Weißt du wieso? Sie hat gemerkt, hey, das ist ja meine Spur. Ist ja klar, ich bin durchs Leben gegangen. Und nebendran ist die andere Spur, ist Gottes Spur. Und sie hat total Freude bekommen, weil sie gemerkt hat, hey, Gott ist bei mir gewesen. Aber plötzlich ist sie nicht rausgekommen. Sie hat gemerkt, da hat sie so Abschnitte in ihrem Leben, die schwierig gewesen sind. Abschnitte in ihrem Leben, die nicht toll gewesen sind. Wo sie Schwieriges, Trauriges erlebt hat. Und weißt du was?
genau in diesen Zeiten hat sie nur eine Spur gesehen. Und sie hat gesagt, aber Gott, das kann doch nicht sein. Jetzt hast doch du mir gesagt, dass du jeden Tag bei mir sägst. Und genau in dieser Zeit, genau in diesen Zeiten, wo es mir nicht gut gegangen ist, wo ich Schwieriges erlebt habe, da ist nur eine Spur rum. Da hast du mich allein gelassen. Was ist eigentlich los, Gott? Und Gott hat zu ihr etwas gesagt. Er hat gesagt, mein lieber Kind, sicher nicht habe ich dich allein gelassen. Ich habe dich nie allein gelassen. Schon ganz sicher nicht in diesen Zeiten, wo es dir nicht gut gegangen ist. Aber weißt du, wieso siehst du dort nur eine Spur? In dieser Zeit habe ich dich gedreht. Eine super Geschichte. He? Die Frau hatte das Gefühl, weil sie nur eine Spur gesehen hat, das sei ihre Spur und Gott sei nicht bei ihr gewesen. Aber Gott hat zu ihr gesagt, nein, du siehst nur eine Spur, weil ich dich gedreht habe dort. Und ich weiss jetzt nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich glaube, die meisten von euch haben beim letzten Bild tippt Mensch natürlich wieder und einen. Aber die Geschichte zeigt uns, es muss nicht unbedingt so gewesen sein. Es könnte auch sein, dass zwei Menschen dort durch sind und der eine hat einfach den anderen Huckepack getragen. Gott sagt jetzt in der Bibel eigentlich genau das, wo da in dieser Geschichte erzählt worden ist. Er sagt, ich bin bei euch. Alle Tage. Jeden Tag. Bis ans Ende dieser Welt. Ist das nicht ein super Versprechen? Gott verspricht uns leider nicht, dass uns nie etwas Schlimmes wird passieren. Oder dass wir nie eine schwere Zeit erleben müssen. So wird die Zeit vielleicht für uns jetzt nicht so einfach ist. Aber er verspricht uns etwas anderes. Er verspricht uns, dass er uns nie allein lässt. Dass er immer bei uns ist. Der Challenge von heute. Versuch bei dir daheim durchs Zimmer durch oder durch die ganze Wohnung durchzukommen, ohne auf den Füßen zu laufen. Wie das könnte aussehen? Hier geben wir dir hier ein paar Ideen. Wenn dir dieser Challenge zu anstrengend ist, dann kannst du dir auch Folgendes überlegen. Wo hast du in deinem Leben schon erlebt, dass Gott dich gedreht hat? Wo hast du vielleicht etwas erlebt, wo du gemerkt hast, oh, jetzt ist Gott wirklich bei mir. Da hat mir wirklich Gott durchgeholfen. Erzählt doch einander von dem. Wir würden uns freuen, von euch zu hören, wenn ihr vielleicht Bilder macht von dieser Art, wie ihr das Zimmer oder durchs Haus durchgelaufen sind, ohne auf den Füßen zu laufen. Ihr könnt das schicken an kids@refittigen.ch oder an 079 720 48 79 per SMS oder WhatsApp. Wir sehen uns wieder voraussichtlich am Freitag. So etwa ab der 12. sollte der neueste Clip dann wieder hochgeladen sein. Macht's gut und ciao miteinander.